Zombie Apocalypse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Emergency 4, der Deluxe Edition. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Es ist ja schon ein Weilchen her, als ich die letzte Folge von Emergency auf meinem Kanal gezeigt habe. Aber heute kann ich euch garantieren, das ist nicht die alte Version von 2016. Nein, das ist eine neue Version, die vor kurzem erschienen ist. Das ist Emergency 4, die Deluxe Edition von 2018. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich vorab bei den Entwicklern von Emergency dafür, dass sie mir ein Exemplar zur Verfügung gestellt hat. Und ich bin heute der Glückliche, der dieses Spiel wieder Let's Playen darf. Ich freue mich natürlich richtig, dass ihr natürlich wieder mit dabei seid bei einem neuen Video auf meinem Channel. Und das, liebe Leute, von so einem richtig, richtig alten Spiel. Man könnte das wirklich so sagen, es ist eigentlich alt. Es ist 2006 erschienen, das ist schon wirklich ein paar Tage her. Eigentlich war es erst vorgestern, aber es ist wirklich schon ein Weilchen her. Und ich werde heute in diesem Spiel das freie Spiel erstmal Let's Playen. Ich möchte erstmal wieder sehen, wie das bei euch ankommt und so weiter, was die Kommentare so sagen und natürlich auch die Likes, ne? Also das ist auch mal so eine Sache für sich. Heute werde ich erstmal, wie gesagt, ohne Mods Let's Playen. Im nächsten Video, falls ihr natürlich mehr Folgen sehen möchtet, werde ich dann auch mit Mods diese Videos aufnehmen. Also dieses, ich sag mal, kleine Projekt Emergency 4 Deluxe Edition. Und wenn ihr natürlich möchtet, dass ich Mods verwende in meinen Let's Plays in Emergency 4, dann schreibt mir das mal gerne in die Kommentare und lasst mir gerne mal einen Link von der Download-Seite da, damit ich auch die Mod-Seite dann auch rechtzeitig sichten kann und dass ich natürlich die Mods dann auch runterladen kann. Das wäre auf jeden Fall eine Vereinfachung von meiner Seite aus, wenn ihr mir einfach mal so einen kleinen Link dort da lassen würdet. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal auf freies Spiel, auf Deluxe, okay, und endlos Spiel. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt hier hinein. Ich freue mich. Endlich wieder seit, weiß ich gar nicht, wann habe ich das letzte Mal Let's Play, das ist glaube ich auch schon ein paar Monate her. Endlich darf ich wieder. Juhu, ich freue mich. Und ich warte jetzt auf den ersten Einsatz. Komm, hau raus. Wasser hau raus, Murat. Ein Hydrant ist defekt. Das austretende Wasser blockiert den Verkehr im Einsatzgebiet. Reparieren Sie den Hydranten so schnell wie möglich. Okay, das ist also definitiv eine Aufgabe für das THW. Davon gibt es auch sehr viele Einsätze. Also es ist gigantisch. Guckt euch das an, wie das Wasser sich gerade hier blockiert mitten auf der Straße. Ein Gully ist dort, zwei sogar, aber das läuft gar nicht ab. Die Personen laufen trotzdem noch über das Wasser. Ich hoffe, hier gibt es jetzt keine größeren Unfälle oder so. Das THW ist gleich vor Ort. Das ist natürlich nicht schön, wenn man so etwas hat, die so eine Situation. Die Oma kommt erstmal, läuft darüber. Das THW fährt erstmal auf die große Pfütze. Der Hydrant wird jetzt erstmal besichtet, begutachtet und dann repariert. Bevor ich es noch vergesse, es gibt Emergency natürlich auch mit der Facecam, so wie in meinen anderen Let's Plays. Das möchte ich unbedingt so weiterführen, weil ich finde einfach, es ist persönlicher, wenn man die Let's Player seines Vertrauens auch gerne schaut oder sehen kann. Was macht der denn hier? Dann ist es auch, finde ich, einfach besser, wenn man das auch mit der Facecam tätigt. Das Wasser ist gestoppt, wunderbar. Und das war der erste Einsatz, Leute. Komm, nächster Einsatz. Raus hier. Eine Person hat einen schweren Herzinfarkt erlitten. Oh Gott. Behandeln und abtransportieren. Ein schwerer vorbei, also wäre das wirklich in Deutschland, dann würde es aber hier nicht lange fackeln. Die Polizei wäre sofort vor Ort mit SEK und so weiter, Bundespolizei und ja, weißt du nicht. Und da würde es dann hier knallhart kommen, unterlassene Hilfeleistung. Nähe kommt, ist in Gefahr von einem Stromschlag getroffen zu werden. Schaltkasten. Reparieren Sie den Schaltkasten so schnell wie möglich und versorgen Sie alle verletzten Personen, sofern das nötig ist. Das machen wir natürlich sofort. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den herzkranken
Menschen hier. Der ist wirklich ganz schön im Keller. Ich hoffe, der Sunny, der Notarzt, bekommt die Person jetzt noch hingerichtet. So, hingerichtet, Gott. Ich meine natürlich nicht hingerichtet. Also er soll sich die so hinrenken, damit er das wieder hinbekommt. So meine ich es natürlich. Nicht, der Arzt sollte die Person natürlich nicht hinrichten. Das ist natürlich nicht so schön. Nee, dazu ist er, glaube ich, nicht da und auch nicht ausgebildet worden. Nee, ich glaube nicht. Das war früher vielleicht so. Heutzutage ist das nicht mehr der Fall. Oh Gott, zwei Personen liegen schon am Boden. Das heißt für mich, wir holen uns erstmal sofort zwei RTWs zu dieser Einsatzstelle. Und auch hier wieder unterlassene Hilfeleistung. Die Person schaut sich das einfach an und denkt sich so, was mache ich denn jetzt eigentlich hier? Ich glaube, ich gucke mir das einfach mal an. Ich habe noch nie so wie so eine verletzte Person auf dem Boden gesehen. So kann man das ungefähr deuten. Guckt euch das doch mal an. Was um Himmels Willen geht denn in den Kopf von dieser Person jetzt ab, ne? Die denkt sich wirklich so, oh Gott, da liegt eine Person. Aber wisst ihr was, die werden wir natürlich sofort behandeln. Und ich glaube, die Person können wir auch sofort abtransportieren. Wisst ihr was, wir holen jetzt einfach mal spaßeshalber die Polizei noch vor Ort. Also, ich will mir das auch nicht länger ansehen. Ich krieg da irgendwie so weg, oder was? Ist sie gerade... Ach, guck mal, die flüchtet. Ah, so eine ist es hier. Das ist ja... Ist das dein Ernst? Ey, Mutti, bleib mal stehen. Du willst jetzt hier aber nicht abhauen. Also das gelte ich natürlich überhaupt nicht. Guck mal, noch so ein Gaffer. Was ist denn hier los? Das war eigentlich natürlich ein Witz, dass wir jetzt ein SEK hier irgendwie noch mit dazu holen. Kannst du die bitte in Gewahrsam nehmen? Das wäre mir natürlich sehr, sehr lieb. Bring die bitte in den Streifenwagen. Das gefällt mir überhaupt nicht, dass sie irgendwie eine Person noch mit dazu sieht. Also die Person ist stabil und kann somit in den RTW verfrachtet werden. Das heißt für uns, dieser Einsatz hier, dieser Einsatzort mit der herzkranken Person ist abgeschlossen und das geht jetzt zurück ins HQ. So, wie geht's hier weiter? Gibt's hier noch eine Person, irgendwie, die zugucken möchte? Ja, guck mal hier, gleich der nächste. Ich glaube, den Streifenwagen filmen wir heute noch mit ein paar verdächtigen Personen oder Gaffern. Also das dulde ich überhaupt nicht, das gefällt mir nicht. Ha. Du brauchst jetzt auch gar nicht flüchten oder so. Ich bin eine heiße Blondine. Ich werde dich erstmal hier verfrachten in meinen Streifenwagen. Das gibt's ja gar nicht. Was ist denn hier los? Leute, was ist das für eine Menschheit? Das gibt's ja gar nicht. Aber das macht man nicht, finde ich. Macht man einfach nicht. Da muss man sich sowas hier gönnen und ansehen. Polizei kann zurück ins HQ. Sie wurde zuletzt in der Nähe des Dorfes im Südosten des Einsatzgebietes gesehen. Finden Sie sie. Nötig, versorgen Sie sie und transportieren Sie sie ab. Person vermisst, okay. Schaltkassendefekt. Die Personen wurden ja abtransportiert soeben. Person vermisst. Aber sowas ist immer sehr, sehr schwer und kompliziert. Also hier in diesem Radius wurde eine Person vermisst. Wir können jetzt eigentlich auch bloß noch deuten oder sehen und irgendwie... Fahrzeugbrand, ausgelöst durch einen technischen Defekt. Löschen Sie den Brand. Transportieren Sie das Fahrzeugwrack ab und wenn nötig, versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Okay. Macht bitte keine Panik jetzt hier. Jetzt werde ich gerade so ein bisschen schwitzig an den Händen. Oh Gott, das Fahrzeug brennt. Das mit der vermissten Person finde ich jetzt übrigerweise gerade nicht so schön. Denn man hat natürlich einen riesengroßen Radius, den man erstmal absuchen muss und dann muss man die Person erstmal finden. Wir haben ja auch zig Häuser. Also, das würde jetzt sehr zeitaufwendig sein und dann fliegen natürlich auch die nächsten Einsätze rein. Das wäre natürlich taktisch jetzt nicht gerade so klug, das erstmal abzusuchen. Ich habe jetzt auch schon Wasser gesehen, aber da sieht man keine Person oder so oder schwimmen oder Hilfe, um Hilfe schreien oder so. Also das ist wirklich sehr, sehr kompliziert, finde ich. Dann kümmern wir uns erstmal hier um das, oh Gott, um dieses brennende Fahrzeug. TLF ist vor Ort. Achtung, Verkehrsunfall. Versorgen Sie alle Opfer und transportieren Sie sie ab. Auch die Fahrzeugfahrt. Ja, so, siehst du, das meine ich. Jetzt kommt hier wieder alles, oh Gott, und noch drei Fahrzeuge, sind mal. Wo habt ihr denn euer Führerschein her hier? Leute, was ist denn da los? Drei Fahrzeuge sollen, dann brauche ich drei RTWs. Oh Gott, das ist... Wer soll denn das bezahlen? Aber hey, komm, das machen wir einfach mal. Knallhart, hauen wir das erstmal raus. Oh Gott, das wird ein großer Einsatz. Drei Abschleppwagen bräuchte ich auch. So. Dann bitte mal aufladen. TLF kann abrücken, muss jetzt nicht unbedingt zu diesem Verkehrsunfall, aber der fährt jetzt vorbei. Okay. Oh, das sieht sehr, 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 sehr creepy aus und sehr tricky. Drei Fahrzeuge stehen jetzt hier mitten auf der Straße.
RTWs sind vor Ort. Leute, riesengroßer Einsatz hier. Heute in Emergency 4, den hydraulischen Rettungssatz holen wir natürlich auch noch. Was macht denn der jetzt da? Wollt ihr gerade rückwärts fahren? Okay. Guck mal hier, 3 THW, Abschleppfahrzeuge kommen jetzt hier zu diesem Einsatz. Und jetzt wird erstmal hier ein Großaufgebot gezeigt. Mit 3 Notärzten und sämtlichen Rettungssanitäter. Erste Person ist befreit aus dem ersten Fahrzeugwrack. Ich tendiere auch dazu, dass das alles 3 Frauen sind. Guck mal, die zweite, das passt irgendwie. Also wenn jetzt die dritte wirklich eine Frau ist, dann weiß ich auch nicht. Dann hatte ich wirklich recht gehabt. Wird die dritte Person eine Frau? Schreibt's bitte in die Kommentare. Ne, das war der Mann. Okay. Anscheinend gab es da irgendwelche... Oh Gott. Probleme? Beziehungsprobleme oder so? Komm, wir fahren jetzt erstmal gegeneinander mit unseren Fahrzeugen, die wir gerade neu gekauft haben. Aber hey, holen wir uns einfach ein neues. Ach, pff, 30.000. Ach, ist doch nicht teuer. RTW kann abrücken. Ach komm, die ist doch abtransportfähig. Rüstwagen rückt ab. Und die letzten können jetzt auch schon in den RTW. Fahrzeugwracks bitte ans Eingemachte. Was machen die denn hier? Erster Abschleppwagen rückt ab. Zweiter und dritter jetzt auch. Und somit, bam, ist der Einsatz abgeschlossen. Wunderbar. Ich freue mich, dass dieser riesengroße Einsatz jetzt hier gerade abgeschlossen wurde. Und der hat natürlich auch erfolgreich. Person vermisst immer noch. Ich mache mir jetzt auch gar keinen Kopf, jetzt irgendwie, um diese Person zu finden. Denn das würde jetzt wirklich gar keinen Sinn machen. Denn ich weiß, da kommen auf jeden Fall noch mehrere Einsätze, die ich dann noch absolvieren muss. Und ich sehe, hier liegt noch ein Reifen. Ach, den können wir dann irgendwann mal aufheben. Irgendwann mal. Ne. Wenn Zeit ist, können wir das machen. Jetzt hatten wir gerade keine Zeit. Das musste alles sehr recht zügig gehen. Und von daher, das machen wir irgendwann später. Liebe Leute, das war die erste und schnelle Folge von Emergency 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal gerne ein... und dann werde ich das im nächsten Video dann machen. Zum Beispiel mit der Wegberg-Mod oder so. Lasst mir einfach einen Link da, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, falls ihr nichts dagegen habt, sehen wir uns dann wieder in der nächsten Folge von Let's Play Emergency 4 und der Deluxe-Edition. Ich wünsche euch jetzt einen angenehmen oder einen schönen Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.